Não sei como é sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei dizer nada. Zwei Albino-Männer, so mit weißer Haaren, ne, keine Haare im Körper, die wissen die Geschichte der Musik Brasiliens zwischen den 80er bis Anfang 2000 und damit ist noch am Leben. Die haben sehr geprägt und sehr verändert, die Geschichte der Musik sozusagen. Und es waren zwei Albinos, die haben auch zusammengespielt und das war sehr witzig. Die waren jung und alt und verrückt und schön gleichzeitig.
Ne? Das ist von der Metapascual, Charlene Raelle. Okay. Klassiker der Tango-Musik, aber auch mit Susanne zusammen gespielt. Von Arthur Pizzola.